Nun sag mir doch mal, Gordon, wann hat das alles ein Ende, hä? Hinter wie vielen Yachten kannst du noch Wasserski laufen? Wann hast du endlich genug? Darum geht es doch gar nicht, Freundchen. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Das Geld wird doch nicht neu geschaffen oder verloren, sondern es wechselt doch nur von einem Besitzer zum anderen. Wie durch ein Wunder. Dieses Gemälde hier, das habe ich vor 10 Jahren für 60.000 Dollar gekauft. Heute könnte ich es für 600.000 verkaufen. Die Illusion ist Wirklichkeit geworden. Und je wirklicher sie wird, desto stärker wird sie auch begehrt. Kapitalismus vom Feinsten. Wann hast du denn genug, Gordon? Die reichsten 1% dieses Landes besitzen die Hälfte seines ganzen Reichtums. 5 Billionen Dollar. 1/3 aufgrund von harter Arbeit, 2/3 durch Erbschaft, der Zinseszins ausgezahlt an Witwen und idiotische Söhne und durch das, was ich tue, Aktien- und Immobilienspekulationen. Ein einziger Beschiss. Und 90% der amerikanischen Bevölkerung da draußen besitzt wenig oder gar nichts. Ich erschaffe gar nichts. Ich besitze. Aber nach unseren Regeln wird gespielt. Die Nachrichten, der Krieg, Hungersnöte, das große Chaos und der Preis für eine Büroklammer. Wir ziehen das Kaninchen aus dem Zylinder. Die anderen sitzen da und wundern sich, wie wir das gemacht haben. Du bist doch nicht so naiv und glaubst daran, dass wir in einer Demokratie leben, oder, Buddy? Das ist die freie Marktwirtschaft. Und du bist ein Teil davon. Ja, du hast diesen Killerinstinkt. Du solltest hierbleiben, Junge. Hier kannst du noch viel lernen. Offensichtlich. Och, Buddy, hör doch mal. Ich wollte es dir doch erzählen, ja? Jetzt beruhige dich. Du kommst heute Abend zu mir. Wir essen ein bisschen was. Du bringst Darian mit. Nein, ich kann nicht. Ich kann heute Abend nicht, Gordon.